Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer, ja, eigentlich weiteren Videoreihe. Wir nennen sie einfach Daisy zusammen mit den Blue Strix. Guten Tag. Der ist auch dabei. Nach dieser Ja. Zombie-Apokalypse haben wir zwei Quasi praktisch überlebt. die Postapokalypse. Was hat das jetzt mit der Post zu tun? Ist die auch darin Oh. involviert gewesen, Ja. oder? Aber weißt du, keine 2 Minuten Aufnahme, schon der erste Witz. Ne, was denn für ein Witz? Das war kein Witz, das war eine ernsthafte Frage. Warum bin ich hier eigentlich so. Hä, warum laufe ich so bescheuert? Naja. Oh, diesmal habe So, ich ich einen bin hier männlichen mitten im Charakter. Nirgendwo. Du hast einen männlichen? Ja, Ja, du und hast immer random Charakter. Ich habe immer denselben Charakter. der sieht irgendwie In einem komisch aus, der Kompass Kerl. gefunden. So, ich bin hier Oh, irgendwo Pech. auf einer regnerischen Straße vor irgendeiner Stadt und ich laufe bescheuert. Warum laufe ich so bescheuert? Hey, der Kompass funktioniert sogar. Warum läuft der so bekloppt? Weiß ich nicht. Ich kann nicht gerade laufen. Halt ein Mann. Warum kann ich Du nicht kannst nicht gerade gerade laufen? laufen, ne? Nein! Wie läuft der denn bei dir? Ich weiß, ich sehe das ja nicht. So schräg. Als ob Drück mal irgendwas. E oder Q. Ach nee, ich muss da. Nee, hä? Ich kann nur meinen Kopf drücken, bewegen. Bewege als meinen Kopf. Warum bewege ich meinen Kopf? Aha. Was ist hier los? Warum bleibt der Kopf nicht Wenn du stehen? den Kopf nur drehen kannst, dann drück mal zweimal Alt. Ich habe ein Fass gefunden. Du hast ein Fass gefunden. Ein Ja, gelbes. jetzt nicht. Okay, jetzt kann ich wieder ganz normal laufen. Ich muss mal gucken, wo bin ich denn hier überhaupt? Ist in. Ich Achso, bin gerade das drin. Fass ist leer und ich bin schon wieder komplett dämmt. Oh ja. Auch. Da ist ein Ja, wo ist denn das auf der Eingangsschild. Karte? Ich Ich muss bin mich in das mal ganz kurz holen. Kambi-Wobo oder sowas. Kamishobo. Warte mal. Kamishobo? War das nochmal? Irgendwo am Strand. Also auf jeden Fall sehe ich hier das Meer. Yeah. Und kein Weg in den Schuppen. Ach da, du bist zwischen Elektro und Salnitschny. Ich habe auf jeden Fall einen Motorradhelm. Ist der Mage nicht in den Elektro gewesen? Ja, aber der spielt da ja gerade nicht. Alter, warum ruckelt denn Hier, das jetzt so? ich bin in Berenzino. Du bist schon wieder im Berenzino, du hast Ja, ich rot. bin in Berenzino. Ich habe einen Pfeil gefunden. Wieso habe ich es gut, wenn ich in Berenzino bin? Mit dem Kelm. Oder oh, Richtung Kelm. Ich habe Ach Pfeile nee. gefunden. Nee, sieht nur so ähnlich aus. Und ich habe Bier gefunden. Bier, Das zwei Bier Bier gefunden. ersetzen Ja, eine sehr gut. Mahlzeit. Bräuchte nur noch jetzt Pfeil und Bogen, da habe ich schon mal ein paar Pfeile für. Oh, hier, eine Hose. Mit einem Stift. Aber komischerweise, ne, diese Red Pants haben weniger Plä also die Hose haben weniger Plätze als das, was ich so rumschleppe. Was ist das? Oh, eine Green. Mir voll leid, dass ihr jetzt gerade schön einen grauen Bildschirm habt, aber der Er ist noch sucht gerade auf verdeckt, der wo ich Karte. bin. Ja. Lässt sich leider nicht vermeiden, dass der Bildschirm dann Aber grau warum ist. hast du da einen grauen Bildschirm bei mir? Nimmt der da ganz normal weiter auf? Verstehe ich auch nicht. Wenn Weil ich sonst von dem austappe. macht er immer einen grauen Bildschirm dann. Oh, ich suche jetzt mal alles durch. Ich bin schon wieder klatschnass. Das heißt, ich werde aber bestimmt gleich wieder krank. So wie ich die Sache sehe. Es regnet ununterbrochen auf dem Server. Und keiner weiß warum, aber alle machen Ich bin mit. nur wet, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Deswegen, ich laufe einfach mal so lange, bis ich irgendwo ein Dorf oder so finde, was ich kenne. Ein Dorf, was du kennst. Ja. Wir sind quasi jetzt mal blind unterwegs. Ich habe einen Topf Ich auch schon. gefunden, aber das nützt mir nichts, weil der Topf ist schon fast, also ist Wasser drin, glaube ich, so wie das aussieht. Nägel, Erste-Hilfe-Kasten, ist da eine Bandage drin? Oh, die ist sogar noch heile. Ich Ich habe ein glaube, Haus mit gar nichts dran gefunden. ich habe ein Haus gefunden und trinke gerade mal ein Bier. Ach ja, der Bier. Bier, Der der Bier soll Bier. nicht. Jetzt bist du zum Alkoholiker, ja. Ja, man trinkt sich ja sonst nichts. Genau. So, wie kriege ich jetzt das? Stopp mal, kann ich die. Ja, okay, ich kann die Sachen ja eigentlich auch in den Topf reinpacken, fällt mir gerade ein.
Das ist eine. Ey, der hat genauso viel wie meine. Ja. Oh. Was haben wir eigentlich vorhin nochmal gesagt? Achso, ja, wir nehmen alles auf, was wir quasi hier in Daisy machen werden. Also es wird ein sehr. Es könnte ein sehr langweiliges Let's Play werden. Deswegen ist es auch gut zum Einschlafen oder für nebenbei Aktivitäten wie Bügeln, Wäsche waschen oder irgendwas gedacht. Ja, vor allen Dingen zum Einschlafen ist es sehr gut geeignet. Ja, genau. Die Chrissy hat schon, die hat das schon getestet, das funktioniert ganz gut. Ja, die hat das getestet gestern Abend. Genau. Da ist sie richtig gut dabei eingepennt und dann irgendwann war, wo sie wieder wach war. Und alleine nur durchs Zuhören, weil die kann ja, ja nicht zugucken. Ja, genau, nur durchs Zuhören. Da weißt du, was wir für magische Kräfte haben. Genau. Fernet Branger, man sagt, er hätte magische Kräfte. Und ich sag das jetzt auch gleich nochmal in der ersten Folge, weil ich das letzte Mal, habe ich ein bisschen spät gesagt. Ihr könnt natürlich auch mitmachen. Wir können euch dann den Namen des Servers geben, wenn ihr Lust habt, mitzuspielen. Ich habe ein Problem. Dann machen wir hier ein bisschen Multiplayer-Action. Ich habe trotzdem ein Problem. Hier liegt ein Revolver. Und ich kann ihn nicht mitnehmen, weil ich keinen Platz habe. Und ich könnte doch einen Revolver gebrauchen. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Hier geht's nach Che und nach MCTA. Ich habe keine Ahnung, was das für komische russische Namen sind. Ich habe einen kaputten Hammer gefunden. Ich habe eine Spreite gefunden. Die Spreite? Ne, die heißt ja eigentlich Spit, gespuckte Limonade. Ja, die trinke ich jetzt erstmal. Was ist denn hier? Pack of Green Pepper Seeds. Grünen Pfeffer kann man auch anbauen. Jetzt habe ich aus Versehen die Hand hochgenommen. Alter, der Regen wird jetzt als stärker. Was ist hier los? Boah. Ich weiß auch nicht. Ich muss jetzt hier irgendwie gucken, dass ich von Haus zu Haus rennen kann, dass ich nicht allzu nass werde, sonst wäre ich wieder krank. Ja, drenched, meine ich. Ich glaube, krank wirst du nur, wenn du kalt wirst, also auskühlst. Ja, das kann dir schneller passieren, als du denkst. Wenn du erstmal richtig nass bist, ja, wenn du erste Hilfe, dann nicht. Schon wieder eine erste Hilfe-Kiste da. Wir müssen jetzt mal auf Land rennen, wenn ich da bin. Brauch einen Rucksack. Eine Kantine? Alter, echt jetzt? Boah, wow, was ist das denn hier? Geil. Ah. 95 mit Hunting Scope. Krass. Schon die erste Waffe. Ich habe jetzt in meinem Cooking Pot eine Dose Bohnen und eine Kantine. Eine Revolver hätte ich gerne mitgenommen, kann ich aber nicht, weil ich keinen Platz mehr habe. Das heißt, ich brauche irgendwo einen Rucksack erstmal, ja? Ja. Jetzt wird schwierig, einen zu finden. Ich weiß gar nicht, was brauche ich für die 95 für Mundi? Müsste ich eigentlich nochmal direkt gucken, aber... Boah, Alter, wie soll ich mir übrigens so Feuer machen? Alter, das ist so am Pissen gerade. Ja, ja, das pisst bei mir genauso wie bei dir. Volles Hund. Ist das heftig. It's raining Katzen, Hunde und Kühe. Mhm. Genau, Schlachtbitte. Das ja. Guck mal, hier ist doch. Das ist ein Name. Das kenne ich aber nicht. Ey, hier gibt's gar nichts in den Buden, Alter. Ich dreh schon wieder durch. Ja, weil der Regen, ey, der ist so mega laut. Naja, es hält sich in Grenzen. Ich glaube, der Regen ist genauso laut wie du. Ja. Mate, das? Schön, dass du mich jetzt in der Aufnahme angestupst hast. Ich gebe dir gleich Kopfhörer. Sind die für ein Revolver 357 Rounds? Ja. Die sind für ein Revolver. Ganz kurz. Guck mal, ich habe hier Papiere. Papier lege ich an der Seite. Dann mache ich hier die Rounds rein. Dann gucke ich, ob ich den Revolver vielleicht in der Hand kriege. Ja. Bitteschön. Warum bist du jetzt so leise? Ja, warum bist du jetzt so leise? Ich habe den Mikro gerade geschickt, ne? In welchem Scheißhaus war jetzt der Revolver drin? Jetzt muss kein Echo mehr da sein, zumindest. Jetzt kann ich reden, wie ich will, wieder. Ja, jetzt geht's. Jawohl. Hoffe, das ist jetzt das richtige Haus, wo der Revolver drin war.
Ey, ich kann kaum noch 10 Meter gucken bei dem Regen. Ey, das ist so mega krass. Ich suche gerade den Revolver, aber ich finde ihn irgendwie nicht. Scheiße, wo war der jetzt? Ich weiß gerade gar nicht, was ich suche, aber ich suche irgendwas. Ich habe jetzt die Muni für den Revolver, aber der Revolver ist weg. Beziehungsweise ich weiß nicht mehr, wo er ist. Aber warte mal, doch, hier. Hier lag der doch. Ah, das Black Spray Paint jetzt so gemacht. Och nö, oder? Können Sachen despawnen? Ja, das geht. Na toll. Habe ich Revolver-Munition und der Revolver ist weg. Ah. Aber kannst du da eh nicht aufheben können, oder nicht? Ja, ich hätte ihn nicht aufheben können, aber ich hätte ihn in die Hand nehmen können. Jetzt habe ich einen Muni dafür gefunden und der Revolver ist weg. Ich glaube, das war was. Ja, ich war ja in dem Haus. Das ist dumm gelaufen. Revolver-Munition für einen Revolver, der auf einmal weg war. Ich guck jetzt nochmal hier. Boah, das Schiff da war irgendwie sauer. Ja, ist echt krass, ne? Das habe ich auch noch nie so erlebt. Hier ist die Bandage. Och Leute. Warum? Erstens, warum schifft das jetzt so? Und zweitens, warum ist jetzt der Revolver weg? Ich glaube, das Projekt DayZ steht unter keinem guten Stern. Nee, das steht ja unter einem wässrigen Stern. Alter. Ja, quasi geflutet. Die Titanic winkt. Mann, hier ist immer auch gar nichts. Ja, bei mir ist gerade auch nichts, außer Regen. Das ist ein Bus. Außer Regen, nichts gewesen. Mhm. Wo waren das Spesen? Ich weiß auch nicht. Was war zu trinken? Wow. Ein Headshot. Ein Bus vielleicht noch? Achso, hier war ich schon. Das Haus klingt irgendwo, ja. Hä? Jetzt? So, ich bin in irgendeinem Dorf, das ich nicht kenne. Er ist in einem Dorf, was er nicht kennt. Ich bin hier komplett unter Wasser. Mit nichts. Das bisschen, was ich hatte, habe ich getrunken und gegessen. Ich muss erstmal gucken, wo ich hin muss. Ich glaube, nach da. Vielleicht gibt es hier eine Police Station. Vielleicht bin ich da. Okay, ich habe hier eine Karte gefunden. Die nicht viel bringt, aber. Der Trump ist auch mit Handlungsdorf, Alter. Oh ja, das gibt's nicht. Da hat der schon wieder den guten Mut, weißt du? Und ich renne hier als durch die Pampa und hab gar nichts. Außer nasse Füße. Ja, der Trump hat keine Ewigkeit anfangen, der macht keinen Damage. Das ist doch scheißegal, auf Weite. Ich will gucken. Trink mal. Ich nehme dir das Scope mit. Ja, nimm das Scope mit, das nützt mir nichts, weil ich keine Waffe habe, aber alles gut. Ja, falls du kriegst, dann findest du bestimmt mehr eine. Jo. Das Einzige, was ich hier finde, ist vielleicht hoffentlich mal ein Schlauchboot. um den Regen, also, ne, davon zu schippern praktisch. Das stimmt. Na Paloma, ole, ohe. Das ist wirklich, das ist nicht nur eine Zombie-Apokalypse, das ist alles. Ich glaube, ich renne hier schon wieder im Kreis, glaube ich. Weil ich glaube, das war die falsche Tür, das falsche Haus. Ja klar, wenn ich hier im Kreis, ich muss nach da hinten. Ist das also echt ohne Schiss? Wer hat denn so ein Wetter bestellt? Junge, Junge. Das ist ja zum Mäusemelken. Zum Katzenessen. Mit Hunde bellen. Ach nee, warte mal, das ist ja realistisch. Du reißt schon wieder total Sachen aus dem Konzept. Ja. Überall Blutspuren, weißt du, aber nichts Brauchbares. Oh, ein Seil. Hier ist auch überall Blutspuren und nichts. Ja, ich habe ein Seil, damit kriege ich mit Sicherheit die Dose Bohnen auch nicht auf.
Du kannst es aber auch um den Baum wickeln und dich dann da hängen. Ja, das wäre eine gute Idee. Das wäre auch mal ein Feature. Um meinen Bauch wickeln. So, was haben wir hier? Ein Sewing Kit, da kann ich ja wenigstens meine blaue Jacke patchen. Ich guck mal, ob ich einen Stein finde, da kann ich die Düse vielleicht öffnen. Alter, das Wasser steht hier aber richtig. Ja, ja. Jetzt stehst du bis zum Knöchel in der Brühe drin. Was ist das denn bitte für eine Scheiße? Okay, ich hab einen Stein. Ich sehe auch, wenn ich im Regen stehe, wie der Regen von mir runterperlt in, keine Ahnung, Wasserfall von der Schulter. Hä, wo ist der Stein jetzt so mit anfangen? Boah, mit dem Seil und einer Axt könnte ich mir feiern Bogen bauen. Also Bogen bauen. Hm. Ich finde es so, mit der Axt könntest du den Stock holen und dann Bogen und Seil und. Ja, meine ich ja. Stock machen. Wäre ja auch schon mal eine Waffe. Rucksack wäre natürlich besser. So, jetzt muss ich das durchziehen, bis er das Messer gebaut hat. Dann kann ich damit meine Dose öffnen. Hier ist gar nichts. Natürlich sind hier Busreifen und Truckreifen und alles. Geil. Jetzt in meinem Pott habe ich jetzt Pfeile gelagert. Ja. Ja, da kann man auch Pfeile reinmachen. Wenn man sonst nichts hat. Und jetzt saufe ich den Kochpott noch aus. Ich hoffe, das Wasser ist nicht irgendwie schlecht oder so. Doch, ist vergiftet. Jetzt krank. Hör auf, erzähl nicht solche Geschichten. Hat mir gerade schon gereicht. Wenn, dann bist du nur krank durch den Regen. Hier liegen zwei Pipe Wrenches nebeneinander. Wow. Ich weiß nicht, wie viel Wasser in so einer Kantine drin ist, aber ich sauf die jetzt komplett aus. Genauso wie ich gerade die Dingens ausgesoffen habe. So, ich bin jetzt schon mal wenigstens hydrated. Hydrated bin ich auch. Ich meine, so viel Wasser, was da von hinten runterkommt. Nein, ich gehe an den Brunnen. Sag ich, was da vom Himmel runterkommt. Ja, das muss ja jeder für sich jetzt selber entscheiden. Weil mich stört das nicht, ob ich jetzt Regenwasser süffle oder nicht oder wie. Oh, ein Buch. Sehr schön. Mit einem Buch kann ich aber auch nicht schießen. Essen kann ich es auch nicht. So. In welche Richtung muss ich denn jetzt laufen, muss ich hier? Scheiße, Alter. Hier ist ein Messer. Eine Machete. Ja, das ist doch schon mal wenigstens was. Und hier komme ich, glaube ich. Wo war das Seil jetzt? Alter, ich gehe echt kaputt. War das Seil hier? Ja. Ja, ich gehe kaputt, weil ich habe hier Platzbeschwerden. Sind die Pfeile? Okay. Stopp mal, genau. Ich tausche einfach das gegen den. Mache ich das da rein. Ziehe mir die Machete dahin. Ich habe gerade Schickerrad gesehen. Und jetzt können wir, kann ich mir Pitchfork. Toll. Habe ich das jetzt ausgerüstet? Ja. Okay. Mach ich mir ein Stäbchen ab. So. Warum hat der das Seil jetzt nicht ausgedacht? Oh. Meine Fresse, ich geh knapp davon. Warum hat der das Seil nicht ausgetauscht? Hey, ich habe Vitamintabletten gefunden. Gleich mal essen. Schon wieder? Nein, nicht angucken, essen. Ja, bitte schon wieder. Das erste Mal.
So. Seil. Ja, wir haben auch schon ein paar Mal den Wie vorher gespielt, deswegen meinte er schon wieder. Nein! Jetzt habe ich eine. Oh, jetzt habe ich eine Angel draus gebaut. Ein Bow, verstehst du? Bow. Und jetzt machen wir, statt die Pfeile lege ich jetzt mal kurz an die Seite. Ich das Ding dahin. Kommt der Bogen. Ich blende mich immer hinter der Tür ein, ne? Warum kann ich die. Ach, das sind Bolzen! Das sind Bolzen, keine Pfeile! Oh, okay. Ja, mit den Bolzen geht schlecht schießen. Ja, das geht schlecht. Kann ich meine Machete irgendwo da hinten noch liegen lassen beim Baum, wo ich irgendwas. Mann, warum sind denn hier nur so Cutwege? Dann habe ich jetzt halt hier eben diesen Rettpfad lang. Yay! Naja, mal sehen, ob ich irgendwo ankomme. Ich hab die Machete verloren, oh mein Gott. Du hast denn diese schöne Machete? Hä? Hast du diese schöne Machete? Ich hatte eine Machete. Ja, da hat es. Die habe ich gerade gegen den Bogen gegen das Stückchen ausgetauscht. Und da, wo ich das Stückchen gefällt habe, liegt die Machete nicht mehr. Okay. Hey, ich habe ihn fast gefunden. Oh, ey, kannst du. Leute, ich habe zwei Fässer im selben Haus gefunden. Ein rotes und ein blaues. Ja, sagst du nichts mehr, ne? Was soll ich jetzt dazu sagen? Geh jetzt erstmal in die nächste Stadt, ich muss hier erstmal weg. Ich hätte gerne eine Stadt. Schifft sie so, ich habe keine Waffen, keine Munition, ich habe Hunger ohne Ende und noch nicht mal ein Hühnchen in der Nähe, geschweige denn ein Rucksack. Da ist noch nicht mal ein Rucksack gespawnt in der Drecksbude. Meine Fresse. Was ist denn das für eine Möglichkeit? Ich habe nur haufenweise Munition und keine Waffe dazu. Ja, richtig geil. Jetzt hört hier erstmal der Weg auf und jetzt sind wir im Kackhaus. Im Kackhaus? Ja. So, jetzt machen wir erstmal den Wandersimulator 2012. Ah ne, 16 war es. 2012 ist in diesem Jahr. Ich glaube, ich muss jetzt auch mal. Ich renne jetzt hier einfach in die andere Richtung nochmal durch das Kackdorf durch. Oh mein Gott. Wir hoffen, dass ich in der anderen Richtung zumindest ein bisschen was finde. Ein hässlicher Regen. Der Mage spielt schon wieder mit seinem Mikrofon rum. Echt? Ja. Warum klemmt er sich eigentlich den Bogen unterm Arm? Hätte ich einen Huhn, ne? Genau. Könnte ich mir Pfeile bauen. Für den Bogen, ne? Hätte ich wenigstens schon mal irgendwie eine Waffe oder sowas. Hm. Aber ich mache hier gerade einen auf Wandersimulator. Ich renne durch den Regen. Ich wandere auch gerade durch ein Dorf durch, ja. Ich glaube Richtung, so wie das aussieht, kann das sein, dass das irgendwo Richtung Elektro ist? Kann sein, ne? Glaube ich gerade hinlaufe. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Sagt er einfach so. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Und ich kenne mich eigentlich aus, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Am Arsch der Welt. Ja, wirklich. Und das, obwohl er dachte, dass die Welt eine Scheibe ist. Ja, sicher. Ja, das ist ja auch